Gummo und herzlich willkommen zum dritten KCC-Spieltag der ersten Season. Lol. Wir spielen heute gegen Bobo mit seinem Team Krawell, irgendwas mit Krawell. Auf Krawell gebürstet, genau. Ja, ich stelle euch einmal das Team vom werten Bobo vor. Sein Team besteht aus Roaring Moon und Raji im S-Tier, Kaelio und Nidoking im S-Tier, Darmanitan als Captain, Rotom Moe und Mimikyu im B-Tier. Ordino Mega, Golisopod im C-Tier und Krawell und Regirock im D-Tier. Wir haben heute Schönes dabei. Booster Energy Walking Wake, sodass wir einen Speedboost bekommen, um im Notfall schneller zu sein als Stuff. Mit Hydro Steam, Draco Pulse, Flamethrower und Sunny Day. Ich bin am überlegen, den hier noch, doch noch auf den Draco zu ändern. Ja, machen wir das. Mal spielen wir Draco. Vielleicht bereue ich es, dass ich wieder kurz vorm Kampf was ändere. Genau, dann haben wir Life of Pawmod, unser M-Bison mit Double Shock, Close Combat, Mach Punch, Ice Punch. Schneller als Raji, glaube ich. Haben wir Choice Guff, Meowth, Karada mit Flower Trick, U-Turn, Knock Off, Brick Break. Soll halt primär böllern. Dann Aggron mit Aggronite, mit Staff Rocks, Heavy Slam, Body Press und Rest. Das ist ganz nett. Matze mit der Chesto, mit Stamina, Earthquake, Body Press, Substitute und Rock Slide. Ich habe einen Sub hier drauf. Oh Gott, das wäre ja noch schief gelaufen. So, Rest wollte ich drauf haben. Hoppala. Ja, mit Rest, Rock Slide, blablablub. Und wir haben ein primär Spätstef Florges mit, ja, Investment. Und ja, das halt für Kaelio primär da und soll, glaube ich, ganz nett sein. Ich bin aber am Überlegen, den hier doch nochmal rauszuschmeißen. Und mit, wie heißt der Kollege? Komala reinzuholen mit AV. Dann hier maybe noch was anderes als Defog. Ja, ich mach das. Komm, scheiß drauf. Scheiß auf Mudsdale. Wir packen hier noch den. Ah, nee, dann habe ich gar kein Switchen in der Manitin. Ja, wir machen hier Defog drauf. So, passt schon. Ich werde schon nicht von Nidoking gemobbt. Das wird schon passen. Must Nut Dex Draft einladen. Falsches Format. Hehe. So. Okay, er cancelt einmal. Und ja, wir schauen, was passiert. Ich bin ein bisschen nervös. Ich muss mein Team nochmal importen. So, einmal hier aktualisieren. Zack, zack, zapp, zarab. Ich kann Bobo nicht einschätzen, wie gut er ist. Ich habe noch nie gegen Bobo gespielt in Mons. Bisher nur in anderen Sachen, also in Smash. Ich guck nochmal schnell wegen Item Claws, wenn ich jetzt irgendwas verkackt habe. Wir haben Booster Energy, wir haben Life Orb, wir haben Choice Scarf, wir haben Aggronite, Chesto und Heavy Duty Boots. Okay, passt. Bobo Jumbo, wir akzeptieren. Okay, da sind Flampivian und Nidoking, gruselig. Das ist Ordino, ebenfalls kacke. Das ist Golist, das ist kein Roaring Moon. Kaelio ist dabei. Raji ist dabei, okay. Kein Roter Moe, was angenehm ist. Darm ist dabei, ja. Mimikyu ist nicht dabei, ist auch sehr angenehm. Ordino, Golisopod ist dabei. Und Regirock ist nicht dabei. YouTube. Okay. Ich bin am Überlegen, mit Mudsdale zu leaden. Ich könnte aber auch easy mit Aggron leaden, weil Aggron prinzipiell gegen alles gut aussieht. Direkt Mega rausholen und Rocks legen. Und Rocks bleiben auch. Das heißt, das machen wir erstmal. Okay. Wir leaden mit Aggron, legen Rocks und schauen, was passiert. Kommt Darm direkt. Es war klar, es war zu erwarten. Wir Mega Evolution und jetzt gucken wir mal, was sich mehr lohnt. Darmanitan Galar. Sagen wir, der ist Choice Scarf. Wir werden es herausfinden müssen, ne? Ich drück Rocks.
Da kommt eine U-Turn. Okay, alles ist in Ordnung. Nichts ist passiert. Es ist nichts passiert. Wir bleiben drin. Da kommt Kaleo. Kaleo ist fein. Kaleo ist fein. Wir legen die Rocks. Wir haben Rocks. Wir gehen Flogges. Da kommt ein Flip-Turn, ein Sub. Sub ist in Ordnung. Sub ist erstmal fein, weil ein Moonblast holt ihn da immer raus. Protect ist auch vollkommen in Ordnung. Jetzt können wir den da raus Moonblasten. Da kommt Toxic. Okay, Sub Toxic Kaleo. Das ist ja auch mal frech. Na gut, müssen wir jetzt mit arbeiten. Wir drücken Battle Pass. Weil ich glaube nicht, dass da nochmal ein Sub kommt. Nee, genau, da kommt Raichu. So, wir drücken Battle Pass und können eigentlich basically rausgehen in Meowth Karada. Oder sehe ich da was falsch? Nö, eigentlich nicht. Wir gehen raus in Meowth Karada. Drücken einmal eine U-Turn auf dem, einfach nur um herauszufinden, was das für ein Raichu potenziell sein könnte. So. Der bleibt sogar einfach drin, okay. Meowth Karada gegen Jirachi. Die U-Turn hat 21% gemacht. Das Ding müsste Fistef sein. Ja, das Ding ist Fistef. Dann hätte es den Knockoff auch auf jeden Fall gelebt, das Jirachi. Und ich kann probably Mudsdale gehen. Als Kaleo verliert dann ja probably gegen Aggron. Ich gehe in Mudsdale. Komm, eine U-Turn. Ich kriege einen Stamina-Boost, den nehme ich sehr gerne. Jetzt könnte man prinzipiell herausfinden, was das für ein Kaleo-Set ist. Dem ich vielleicht mal Mudsdale riske, man weiß es noch nicht. Da kommt Kaleo. Ist der letzte Move ein Wartime oder Fighting-Move? Das ist die wichtige Frage im Leben. Ich drücke aber einmal EQ. Ich drücke einmal ein EQ. So, was soll's. Was soll der Geiz? Komm, Sub. Ist mir egal. Raus da. Ist mir so egal. Raus da. Komm, Surfer. Okay, den lebe ich. Ich lebe den. Ganz knapp. Ich lebe den. Bam. Runterchippen. Mal gucken. Mudsdale gegen Kaleo. Der EQ hat 47 gemacht. Das ist trotzdem. Kann der Full HP sein? Nee, kann der nicht. Der hat Surfer über Scald. Okay. Hoppala. Surfer. Surfer hat mir 89 gemacht. Okay, das ist trotzdem Full Special Attack, Full Speed wahrscheinlich so. Kriege ich den nochmal gegen irgendwas hochgeheilt? Ich glaube nämlich nicht. Außer Flawless Wish Baton Pass Stuff. Ich könnte natürlich jetzt in Walking Wake gehen. Ja, könnte man machen. Ich könnte ihn auch basically jetzt einmal abwerfen. Könnte man auch machen. Dann ist er aber auch weg. Geh in Walking Wake. Ich guck mal, ob ich den noch vielleicht aufbewahrt bekomme. Ja, okay, ich verliere jetzt meinen Protosynthesis. Das ist okay fürs Erste. Und wir drücken einmal einen Sunny Day vielleicht sogar. Ich glaube, ich drücke einmal hier einen Sunny Day. Vielleicht kommt Protect, um so ein bisschen zu scouten. Leftovers recovern, I don't know. Das wäre alles vollkommen fein. Ja, Protect. Den habe ich gesehen. Hier ist mein Sunny Day. So, und jetzt drücke ich Hydro Steam. Und da will jetzt eigentlich nichts reinkommen. Auch Kaleo hat da jetzt nicht so Bock drauf. So, wollen wir mal gucken. Walking Wake in der Sonne. Killt das Kaleo nicht? Ist okay. Es ist okay. Vielleicht kriege ich einen Toxic ins Gesicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht dodge Walking Wake den auch einfach. Das wäre auch cool. Gucken wir mal.
Okay, Ordino kommt rein. Das hat man sich ja schon fast gedacht. Bam. Das ist geiler Damage. Ich bleib bei Hydro Steam. Das muss ich eigentlich auch gerade. Ich muss da eigentlich auch gerade draufbleiben. Okay. Kommt die Mega. Hydro Steam kommt, lebt ganz knapp, kommt ein Wish. Wenn da kein Protect drauf ist, ist das erstmal fein. Aber da wird halt Protect drauf sein, ne? Aber dann weiß ich das ja. Ja, ist ein Protect drauf. Okay. Dann habe ich die Info auf jeden Fall schon mal. So. 36%. Ding kann sich basically einfach gegen mich heilen. Aber ich versuche mal mit Florges Mudsdale hochzuheilen. Ist das ein Ding? Wir aber erstmal nachgucken. Ordino. Mega. Walking Rake. Hydro Steam in der Sonne hat wie viel gemacht? 36. Dann ist das Ding auf jeden Fall nichts Bedev. Das ist Fizzdev. Okay. Ja, nee, kann's nicht sein. Kann's nicht sein. Draco bringt mir auch nichts. Das heißt, ich kann noch mal für einen Flamethrower gehen und gucken, ob ich einen Burn kriege. Leider nicht. Schade. Jetzt muss ich halt raus. Jetzt muss ich raus. Na gut, gehen wir in Florges. Thunderwave. Ja gut, die habe ich schon so ein bisschen gerochen. Ich drücke jetzt selber Wish. Ja, ist fein. Ist vollkommen fein. So, Wish. Und wir Betten passen. Gucken wir, ob wir Matze hochkriegen. Wenn nicht, dann ist das auch fein. Ja, okay, kriegen wir nicht. Na gut. Ja, wir können Aegrin gehen. Aegrin steht jetzt erstmal hier. Ich drück einmal einen Buddy Press. Einmal ein Buddy Press zum Besten. Okay, Protect. Das ist fein. Jetzt kommt ein Heavy Slam hinterher. In der Hoffnung, dass er jetzt so denkt, so, oh, das ist nur ein Buddy Press, den lebe ich nicht. Okay, da kommt einfach Raji. Na gut. Bam. Aber was macht Raji mir? Auf Raji kann ich basically einmal Buddy Pressen. Okay, komm, Rocks, das ist erstmal fein. So, ein Raji geht langsam down. Raji geht nach und nach down. Also Raji ist basically down, sagen wir es so. Okay. Okay. Raji ist basically down. Bringt kein Protect oder irgendwas. Leftovers sind auf Keldeo, das heißt, sie sind, ja, habe ich ja schon gesehen, sind nicht auf Raji. Kommt Nidoking. Okay. Das ist erstmal in Ordnung. Da muss jetzt halt eigentlich. Ich kann auch ein Fire. Flamethrower kommen, ne? Und dann wäre mir aus Karada halt dead. Das wäre auch nicht so geil. Kann ich in Walking Wake gehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay, es steht da Nidoking. Nidoking. Walking Wake wird halt kein mehr leben, wenn er Life Orb ist. Obwohl Earth Power. Nee. Was ist denn mit Meowth Karada? Lebt in Ordnung, aber auch nicht wirklich geil, wenn wir ehrlich sind. Ich könnte durch Florges halt einmal herausfinden, was für ein Set das ist, ob der Life Orb hat oder nicht. Und das mache ich auch. Hallo, ich bin Florges. Earth Power kommt.
Macht mir 28. Flogges. Okay, der ist nicht Life Orb. Ja, der ist nicht Life Orb. Das wird sehr wahrscheinlich... Obwohl, warte mal. Wenn wir jetzt den Life Orb wieder raufpacken... Und dann sagen Timid. Ne, das ist kein Life Orb. Das heißt, ich kann hier einmal einen Wish drücken. Ja. Okay, Wish. Ist nett. Ist nice to have. Und wir kriegen einmal Walking Wake, glaube ich, wieder nach oben. Oder halt jetzt mehr aus Karada. Und Flower Trick. Spricht eigentlich auch wenig dagegen. Spricht wirklich wenig dagegen. Auch mal gucken. Der wird halt sehr wahrscheinlich Scarf sein. Das könnte Scarf, Scarf sein, prinzipiell. Wie kriegt Aggron denn davon, wenn der nicht Life Orb ist? Dann lebt Aggron halt safe einen. Ich gehe, glaube ich, trotzdem in Miaus Karada. Und drücke jetzt einmal nur Flower Trick. Ja. Raichu kommt rein. Okay, Raichu ist halt dead jetzt. So, bam. Tot. Ja, okay, noch nicht tot. Den nächsten Turn halt tot. So. So, raus. Jetzt beginnt auch langsam das Sack-Game. Ja? Zumindest für mich. Okay. Sieht gar nicht mal so geil aus. Also Aggron sieht immer noch geil aus. Gegen Keldeo, gegen Ordino, Golisopod, gegen Darm und Nidoking halt nicht. So, das sollte klar sein. Und da kommt Darm auch. Der kriegt Rocks Damage. Gut. Nice to know. Ich gehe in Walking Wake. Ich gehe in Walking Wake. Ja. Kommt ein Flare Blitz einfach. Wie eine U-Turn. Okay, ist okay. U-Turn ist in Ordnung. U-Turn ist in Ordnung. Da kommt halt Ordino wieder rein. Aber auf Ordino kann ich halt einfach wieder in Aggron gehen, ne? Verliere damit halt eigentlich nichts. So, ich switch zuerst raus, das ist klar. Da kommt eine T-Wave. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. So, ich könnte jetzt einmal basically Heavy Slam und verliere damit nichts. Gelöste Port kommt rein. Das ist okay. Hallo Tabasco. So, Crit sogar noch. It's nice to have. Ich bin ein bisschen am Überlegen zu resten. Um die T-Wave wegzubekommen, weil die könnte halt nervig werden. Ich probiere es auch einfach mal. Oder? Wenn der halt sleept, ist halt doof. Aber ich mach erstmal. Leech Life. Ja, okay. Ist vollkommen in Ordnung. Ich kann hier einmal resten. Ich kann noch nicht resten. Dann reste ich jetzt. Der trägt Boots auch auf jeden Fall, wie wir gesehen haben. Glaube ich. Oder? Bin mir unsicher. Okay, da kommt der Rest. Das heißt, wir könnten jetzt ein Double wagen, damit er mir keine Sleep Turns schenkt. So. Das heißt, ich gehe einmal mehr aufs Karada jetzt. Oh nein, das könnte ein Fehler gewesen. Das war so ein Fehler. Nein, warum tue ich das? Da hätte ich auch einfach drin bleiben können, ne? Warum hätte damit gerechnet? Hallo, ich bin Pormod. Ich will mir jetzt eigentlich ganz gerne den Kill auf Nidoking claimen, weil dann sieht das doch eigentlich schon wieder machbarer aus. Scheiße, bleibt einfach drin. Ah ne, da ist Switch raus. Okay, es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, ich krieg keinen Hit in die Fresse. Es ist alles in Ordnung, nichts passiert. Ah, Nidoking gewinnt gerade einfach rein. Ja, Nidoking gewinnt, wenn es Scheißgraf ist. Ja, da kommt Nidoking. Ja, es wird ein 5-0. Da kann ich gerade wenig gegen tun.
Kann basically noch hoffen, dass da nicht Choice Scarf ist, aber wenn da nicht Choice Scarf ist, dann habe ich Fragen. So, Walking Wake stirbt durch Earth Power. Aggron lebt halt einen, aber Aggron schläft. Aggron hier rauszuwechseln war so dumm. Ja, ist verloren. Das ist ein GG. Oh. Scheiße. Ja, das war nicht gut. Da habe ich Fehler gemacht. Ja, okay, er versucht sich die Captain Kills noch zu claimen. Ist verständlich. Jetzt ein bisschen ein Captain Kill hier auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er es schafft, danach Walking Wake noch zu killen. Okay, EQ. Life Orb? Nee, dann ist der auch wahrscheinlich Choice Scarf und dann killt er mich jetzt einfach. Hydro Steam. Kann ich wenig gegen tun. Na gut. GG an Bobo. Ich habe ein bisschen auf die Nase bekommen. Schade. Ja. Das lief nicht gut. Ja, dass ich mir aus Karada hier weggeworfen habe, das war halt nicht gut. Das war sehr dumm. Das war sehr, sehr dumm. Mal gucken. Gulissepot. Ich will noch einmal was nachschauen. The Close Combat. Wie viel hat der mir gemacht? Nicht viel. Oh, ich hätte einfach drin bleiben können. Ich habe halt gedacht, er wechselt raus, weil ich eh sleepe und er alle meine Moves gesehen hat. Ja, das war ein Satz mit X, war wohl nix, ne? Dementsprechend würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne eine positive Bewertung da. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den Kampf fandet. Für Sander oder reinschauen, bis auf nächstes Video. Goodbye.